So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Seit dem letzten Video ist ja schon einiges an Zeit vergangen und deswegen dachte ich mir, gebe ich euch mal ein kleines Update, was so passiert ist. Also in der Zwischenzeit habe ich natürlich meinen Garten ein wenig vervollständigt und noch wesentlich mehr gepflanzt und natürlich auch schon das erste ernten können, und zwar Spinat in Massen und Salat jetzt auch wirklich in Massen. Und ja, in der Zukunft wird es da noch einiges da geben. Also wenn es dann irgendwann in die Erntesaison geht, dann wird es Kürbisse geben, Mais wird es geben, Auberginen, alles Mögliche. Ich zeige das nachher nochmal im Video. Ja, und jetzt gerade in dem Augenblick fängt jetzt hier so ein kleines Gewitter an. Es regnet auch schon. Und das Schöne daran ist, dass sehr, sehr schöne, frische, kühle Luft eben hier durch den Raum strömt. Und durch den Kamineffekt, ja, hinter mir ist die Tür auf und oben das Dachfenster ist auch ein Stück weit auf. So kann eben diese kalte Luft hier reinziehen. Und hier drin ist es eben, also hier in der Mitte, wo ich jetzt sitze, ist es so, wie als wenn ein Ventilator gerade läuft. Also es ist wirklich ein richtig schöner Durchzug. Ja, ich habe außerdem ein paar neue Schränke, quasi so Sperrmüllschränke, Dachbodenfunde und so weiter, die ich auch schon hier aufhängen konnte und als Küchenschrank nutzen kann jetzt. Und ich habe eine Waschmaschine installieren können. Mit dem Gartenschlauch habe ich das Wasser. Strom habe ich auch mit dem Verlängerungskabel. Und ja, ich verwende dann nur die Waschnüsse und werde mir dann später jetzt im Herbst, werde ich mir dann auch Kastanien klein mahlen und das dann als Waschpulver verwenden. Ja, da bin ich schon ganz gespannt drauf, wie das funktioniert. Weil die geben eigentlich eine relativ gute, ja, Seifenlauge ab und ich denke, dass das könnte ganz gut funktionieren. Außerdem habe ich noch eine kleine Sickergrube gebaut, wo eben das Abwasser, also das Wasser, was quasi ohne irgendwelche Giftstoffe, ohne irgendwelche Zusatzstoffe aus der Spüle eben dann wieder in die Natur kommt, dann eben versickern kann. Und drumherum ist ganz viel, sind ganz viele wasserliebende Pflanzen, also viel Minze und sowas gepflanzt, um eben, ja, um die damit dann gleichzeitig automatisch zu bewässern. Ja, also den Ofen, den brauche ich natürlich zu diesen Jahreszeiten jetzt im Juni definitiv hier gar nicht. Ich habe jetzt ja eher mit der Hitze zu tun, das geht aber relativ. Ich habe jetzt ein Thermometer, was hier drin hängt, an dem Pfahl hier in der Jurte, und eins, was draußen an der Fensterscheibe ist. So kann ich quasi immer genauer vergleichen, wie warm es drin ist und draußen. Und das gucke ich mir dann immer einmal am Tag an, einfach um so ein bisschen den Überblick zu haben. Und wir hatten jetzt hier auch schon Außentemperaturen in der Sonne von wesentlich über 40 Grad. Also das war wirklich super heiß in der Sonne. Und hier drin war die Temperatur immer so zwischen, naja, sagen wir mal 25, 27 Grad bis 35 Grad. So in diesem Spektrum liegt das, eben durch diesen Kamineffekt, weil es eben hier so durchziehen kann. Allerdings habe ich festgestellt, je nach Windrichtung variiert das so ein bisschen. Und daher glaube ich, wäre es effektiver, wenn man nicht nur die Fensterfront in eine Richtung hat, wie ich, sondern auf der Rückseite der Jurte auch noch zumindest ein kleines Fenster hätte, womit man einen wesentlich besseren Durchlüftung eben erzielen könnte. So, jetzt beginnt über mir auch schon das Gewitter. Und ja, dann kann ich nachher gleich im Regen duschen gehen. Ja, aber bevor ich das mache, werde ich euch jetzt noch mal kurz mitnehmen und euch den Garten zeigen, dass ihr die Pflanzen mal wirklich sehen könnt. Also hier wachsen alle möglichen verschiedenen Pflanzen wild durcheinander. Ich weiß, einige sind leider versehentlich viel zu eng gepflanzt worden, wie zum Beispiel der Mais hier. Das war eigentlich eher so ein Versehen, aber ich habe es jetzt erstmal so gelassen. Ja, genau, hier ist diese Sickergrube, von der ich gesprochen hatte. Da wächst eben ganz viel Minze und so weiter. Und hier der Kürbis, der sich wirklich jetzt langsam ganz gut ausbreiten wird und auch schon aus dem Beet heraus wächst, so wie ich es auch geplant hatte. Hat er eben jetzt hier viel Platz, um sich auszubreiten. Blöderweise, beziehungsweise eigentlich ist es nicht blöd, aber haben sich auch noch ein paar Kartoffeln hier eingeschlichen. Die waren in der, ja, selbstgezogenen Komposterde mit drin. Und man sieht auch, dass hier langsam jetzt auch hier die Blüte langsam kommt.
Und ja, macht auch nichts, dann habe ich eben auch noch ein paar Kartoffeln. So, ja, wächst und gedeiht alles prächtig. Ich zeige euch mal noch hier das Salatbeet. Salat, Fenchel, der Mais. Ist auch schon relativ groß. Und die Auberginen. Und die Auberginen sind tatsächlich zum Teil, sind schon, ja, welche dran, die gar nicht mal so klein sind. Also so 5 bis 7 cm Länge ergibt das schon. Ja, ich habe heute meinen Garten gewässert. Das hätte ich mir sparen können. Jetzt regnet es doch. So kann das manchmal gehen. Das ist natürlich jetzt hier nur ein Teil meines Gartens. Zwischendurch sind auch mal sowas wie rote Beete mit dazwischen gerutscht und alle möglichen Pflanzen, eher durch Zufall. So, und hier haben wir die verschiedenen Kohlsorten. Die sind schon richtig groß geworden. Auch noch ein bisschen Mais, Minze. Hier die Gurken. Da ist sogar schon eine dran. Kann man die sehen? Ja, kann man sehen. So, jetzt wird es auch langsam ein bisschen ungemütlich hier. Aber ihr seht, es wächst und gedeiht wirklich prächtig. Also die manche Pflanzen sind hier schon in der Blüte, wie der Salat hier. Und jetzt natürlich auch hier Spinat, Rucola, Fenchel da drüben. Aber ich lasse ja auch einige von diesen Pflanzen ausblühen, sodass sie sich selber hier an dem Platz eben vermehren können. So, ich glaube, ich werde jetzt mal abbrechen. Das wird mir doch ein bisschen zu ungemütlich. Ja, das soll es soweit von mir erstmal gewesen sein für heute. Und ja, das werden auf jeden Fall noch weitere Videos von mir demnächst kommen. Aber jetzt genieße ich erstmal hier das schöne Wetter, also den schönen Regen, und freue mich, dass meine Pflanzen jetzt nochmal zusätzlich heute ein bisschen Wasser kriegen. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.